Yeah, herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon. Und diesmal wieder mit normaler HD-Qualität, schön gestochen scharf. Und schon, ne? Denn, ja. Baum. Ja, gestern, Alter, hatte ich Kopfschmerzen gestern. Heute Morgen, wo ich aufgewacht bin, auch. Bin nicht zur Schule gegangen, deswegen. Und der Sound machen wir wieder so schön mit, auch wenn ich die Prozessdatei auf hohe Priorität gesetzt habe. Shit drauf. Immerhin, so, wir haben jetzt die Spule und den Quellorden bekommen. Also kann ich jetzt zum Elektrokraftwerk hingehen. Gucken, dann die Probleme mit dem Pockeflötenturm dann und dann richtig schön weitermachen. Na, ich benutze jetzt nicht den Booster. Außer wenn es hier Kampf bekommt, weil ja. Ich habe eigentlich am Anfang gesagt, ich werde nur benutzen für die Kämpfe. Hier ist ein Kampf. Vielleicht hätte ich meinen Pokémon mal ein bisschen heilen sollen. Immerhin, ja. Hatte wieder bessere Laune. Alter, diese scheiß Dunkelnebel. Auch immer wieder bessere Laune. Bessere Gesundheit und so. Ah ja, herrlich. Kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Nein! Nö. Aber der Fettsack da kann das. Direktor, aha, oh ja, das ist die fehlende Spule meines geliebten Generators. Du hast sie gefunden. Waha, danke. Als Belohnung gehe ich die DTM. Es ist Blitzkanone. DM7 enthält Blitzkanone, eine sehr starke Attacke, sie ist nicht sehr präzise, aber du kannst jemanden damit ordentlich schmoren. Mein geliebter Generator produziert weiter viel Energie. Okay, jetzt geht alles wieder, was sagen denn die Leute hier? Seit der Generator wieder läuft, ist der Direktor wieder fröhlich. Ja. Okay, der Magneto fährt wieder. Und was sagst du? Ach, du willst eine Diktria haben, hab ich auch nicht. Der Generator funktioniert wieder, jetzt erzeugen wir genügend Energie. Der Generator läuft wieder. Ja, ihr sagt, ja. Wir müssen mehr Wachwürmer einstellen. Ja. So, dann wollen wir mal nach Lavandia fliegen. Ja, es geht wieder ab mit der niedrigen Framerate. So. Gleich wird wieder gestreamt. Ganz fleißig. Eigentlich wollte ich schon seit fast einer Woche ein Let's Test machen. Aber ich habe da keinen Bock drauf, weil ich weiß, dass es eine Stundenfolge sein wird. Willkommen! Schau dich auf dieser Etage ruhig um. Ah, da bist du, Lakota. Du hast das Problem mit dem Kraftwerk gelöst. Dir habe ich ja zu verdanken, dass ich nicht arbeitslos wurde. Du bist ein Lebensretter. Zum Dank gebe ich dir das hier. Zusatz, ja, toll, hätte ich mir auch kaufen können. Damit kannst du das Radeprogramm in Kanto empfangen. Hahaha. Mal reinhören. Nix hier. Ort und Person, moderiert von DJ Lily. Feuerschmucker Bill ist verrückt. Astrainer Lars ist ja. Lass uns singen. Pokémon-Musik. Mit DJ Fabian. Es ist Mittwoch. Entspann dich beim Pokémon-Schlaflied. Ja, die Pokéflöte. Wo waren wir nicht da hoch? Du darfst leider nur das Erdgeschoss erkunden. Aber wir sind derjenige, der die. Ja, egal. Oh, wer streamt denn gerade? Ach, die wieder. Streamt immer, wenn ich streamen will. Geht gar nicht. Geht auch nicht hin. Wir klappen nachher alle Trainer schön ab, ne? Ja, ich werde hier schön trainieren. Wir müssen ja eh trainieren. Für den. Ich sag mal, Endboss. So, jetzt mal sehen, ob ich da wirklich durch kann. Weil ich will heute will ich hinkriegen, dieses eine Pokémon zu fangen. Dass ich jetzt schon seit. Jetzt benutze ich auch den Booster, weil ich aufgeregt bin. Ach ja.
Nein, ich will hier nicht hin. Okay, komm. Das wäre Pokémon wird mit der Nähe des Blamen lange was platziert. Relaxo ist aufgewacht. Nein, Relaxo. Da ist das fette Teil und schlägt erstmal rum. Level 50, ja! Vielleicht, ja. Okay. Okay, das könnte sogar noch was werden. Komm, einmal noch und dann. Okay, einmal noch. Nein, ich hab besiegt! Scheiße! Ach man, ich wollte das haben! Ach Kacke! Einmal will mal was. Ah, ich hätte Fund machen sollen. Okay, ich resette das mal. So. Und ich wollte gerade noch sagen, bevor ich das mache, eigentlich speichern, hab's aber vergessen. Mann, ich will unbedingt die eine Sache, diese Folge noch machen. Ja, aber ich mache eine zweite Folge. Ich will jetzt also diesen Tag jetzt diese Session, dann mache ich eine Session. Meine Aufnahmesession ist immer so winzig. Immer zwei Folgen maximal oder drei. Ich muss auch nicht mit den einzelnen labern hier. Ja. Teuger fliegt jetzt nach Lavalandia, Lava. Mr. Lava Lava. Ja. Ich finde es irgendwie kacke, dass die einfach aus dem Lavandia-Turm, wo die ganzen Pokémon begraben sind, ich finde das irgendwie arschlochmäßig. Ich meine, da lagen ja Pokémon auch begraben. Das heißt, sie mussten die Gräber alle wegschmeißen. Toll. Beste Menschen in der Welt. Habe ich überhaupt Bälle dabei? Oh, ich habe richtig fette Bälle. Oh, hier sogar den Meisterball dabei. Ja. So, das hat jetzt nur eine Minute gedauert. Zum Glück war es nur am Anfang. So. Okay, das hat irgendwann geklappt. Ich frage, ob es jetzt immer noch paralysiert ist am Ende dann. Sonst ist es eigentlich ein richtig geiler Erfolg. Das ist aufgewacht und schläft sofort dir ein. Oh nein, es kann Schnarcher oder wenn man die andere die Attacke heißt, die man da im Schlaf machen tut. Sollte vielleicht nicht Risikodecke benutzen. Metronom. Aber ich versuche jetzt einfach mal. Ist schon auf gelb. Komm, Pokéball. Ach komm, fick dich doch! Weißt du was? Okay, Moment. Das resetten. Ich muss die Box wechseln, na super. Nein, sie kann sich ja nicht automatisch wechseln. Box wechseln. Nein. Wechseln. Okay, dann können wir auch gucken, ob unsere Mutter uns was gekauft hat. Magnetschein. Ablegen! Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Ja, das kann bleiben. Warte. Nee, doch nicht. Nee, egal. Speichern. Ja, Relax ist auf halt. Cool. Okay. Jetzt ist er verliebt und noch gedingst. Gebumst. Und paralysiert, meine ich. Alter.
Fund. Wieder Fund. Und wieder Fund. So, jetzt ist er schon im roten Bereich. Natürlich benutze ich erstmal den normalen Pokéball, anstatt irgendwas anderes zu machen. Okay, ich bin weg. Alter, fick dich mit deiner scheiß Einschläferei. Das geht auf den Nerv. Metronom. Viel Ender, keine Ahnung was ist. Klammergriff, ja, ein Talkgetick kann ja auch irgendwie Klammergriff machen. Okay, jetzt habe ich es vergiftet und es ist wie am Schlafen. Also Erholung erholt auch vor... Wusste ich eigentlich nicht, dass es auch Vergiftung und so ein Scheiß. Also wenn ich jemand Erholung gebe, also Relaxo, der hält da ganz schön viel aus mit seinem... Okay, versuche es zu fangen, wenn es anfängt zu schlafen. Okay, ich glaube, ich bin gleich gearscht. Voll die Konzentration hier im Kampf. Alter, das treibt doch. Ah, geht doch. Das wird eine, ne? Der Magen dieser Pokémon ist so resistent, dass es sogar verschmiert, verschimmeltes oder verdorbenes essen kann. Ui, kann sogar Erde essen. Relax du. Uiuiui, ui, ich krieg nachher noch einen auf dem Maul, ich weiß jetzt schon. Wenn diese Person überhaupt noch zuguckt. Aber eine Person, ich weiß eh schon, dass eine Person das der anderen sagen wird. So, ich speichere jetzt lieber nochmal sicherheitshalber. Diktas Höhle, Dicker. Dick. Einige Dicker sind plötzlich vor mir aufgetaucht. Ich habe mich erschreckt. Oh, ich mag diesen Sound. Oh. Ein Diktri, natürlich ausgerechnet ein Diktri. Und es ist sofort tot. Okay, Diktra, wir sterben. Hier ist immer was drin, ein Doppelleber natürlich. Route 2. Ah, die Musik. Dick das Höhle. Warum habe ich übersprungen? Hi, ich bin froh, dich zu sehen. Mich hat schon langsam jemand mal gesucht. Ich bin überglücklich, dass du hier bist. Hier ist es für dich. Nein, ich kann dir keine Welt mehr machen. Bist du Lakota? Ich bin Assistent von Größter Eich. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Größter Eich bleibt bei euch gleich hier in Alabastia. Alabastia. Nö, gehe ich jetzt nicht hin. Also, ja, Alabastia. Ich will, wenn dann nach Ventania City. Und dann. Oh, hier geht's auch schon. Okay, möchte keine Paper bauen, weil Käfer-Pokémon hässlich sind. Guck mal, mit so einem. Man hätte jetzt noch so ein süßes, dann ging jetzt, aber so ein Kackteil kannst du doch nicht, Meeting zeigen. Warum kann ich wenig gegen Käfersammler kämpfen? Verpisst euch! Tschüss. Ich will das Pokémon suchen, was ich hier finden kann. Also wir haben sogar noch Tag, also muss es hier irgendwie auftauchen können, tun wollen. Komm, bitte. Ich bräuchte nur ein einziges... Oh, es ist... Der Vatana-Wald existiert da nicht mehr, leider. Aber ich hebe immer die ganzen Secret-Items auf, die irgendwo versteckt sind. Da siehst du.
Es ist hier oben bestimmt auch irgendwo hin. Oh, jetzt lädt es ab. Ja! Oh, entweder mache ich jetzt zwei Folgen. Ich mache zwei Folgen. Morgen bin ich ein bisschen busy. Busy. Es ist ein Obstwurm. Hey, das ist eine Gegengiftbeere. Gegengiftbeere erhalten. Da ist nichts. Top Äbter. Ja, geil. Hyperheiler. Ja, geil. Top Trank. Ja, geil. Hier, ja. Aber wenn das Pokémon hier nicht auftaucht, raste ich gleich aus. Irgendwann mal. Dann kommen die beiden. Ja, das kenne ich. Ich will jetzt das Pokémon haben, was es hier gibt. Wenn es sich hier nicht auftaucht, irgendwann mal. Ich will es haben. Ich will es jetzt sofort haben. Mal, bevor ich das mache, ich gehe mal hier kurz ins Pokémon Center. Mit meinem Pokémon wäre schläfig, wenn Promo singt. Manche Attacken haben nur ein Pokémon, wenn sie schläft. Pokémon auf Pupu. Ja, mach mal Slam. Nein! Scheiß drauf, Drachen-Ding ist es eh scheiße. Zwar nicht, aber egal. Wo ist dieses Pokémon? Es muss doch bald auch. Ich guck gleich hin. Ich guck jetzt mal in den Pokédex. Pass auf, es ist woanders. Und dann wächst er drauf. Ach, die Einträge haben wir gar nicht hin. Es liegt gerne in der Sonne. Mit Hilfe des Blattes auf den Kopf findet es warme Orte. Der Duft aus den Knospen und seinen Hals setzt bei jedem, der ihn riecht, neue Energien frei. Okay. Jeder, der neben ihm steht, fühlt sich erfrischt, als ob er sich in sonnigen Wäldern entspannt hätte. Okay. Ja. Es liegt ständig umher, um seinen Habitat zu beschützen. Dabei stößt es grelle Schreie aus. Da es mit seinen langen Schnabelangriff verfügt es über eine nicht zu unterschätzende Reichweite. Ui. Und den Rest lesen wir später. Ich will nur dieses eine Pokémon. Da ist es ja. Pikachu, wo bist du? Genau da bin ich doch grad. Oder? Ich guck's nochmal auf die Dinge, auf die Map hier, auf die Map hier, auf die Map. Genau da bin ich, wo es ist. Ich weiß, ich könnte versuchen, das jetzt mal einfach mal zu fangen, damit ich das habe. Okay, ich hab's. Er schlägt mit den Flügeln um seine Staubwolke auf, so wie wenn die Insekten aus ihrem Versteck treibt. Okay. Taube. Kreativster Name für einen Taubschi. Oh, Smackbauer auch. Er ist alt von Blut zu Blut und ständig auf der Suche nach Honig. Jetzt kann Blut nur den Blüten erkennen. Nö. Ja, also die Folge, ich mache jetzt mal eine Pause hier, damit, ne? Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Oder, warte mal, ich weiß, was ich jetzt mache. Ich suche jetzt so lange, bis ich es finde und dann starte ich die Folge, ja? So, also dann bis zur nächsten Folge, Vaughn. Come on!
Aber wer war das mit den flackernden Lichtern? Nosferatu!